Aber wenn man zum Beispiel in die Argumentation vieler Rechtspopulisten und AfD-Wähler hineinhört, dann hört man ja oft folgenden Ausspruch, der mittlerweile fester Bestandteil des AfD-Bullshit-Bingos geworden ist. So viel Geld für Flüchtlinge ausgeben, was ist denn mit den deutschen Obdachlosen? Jo, genau. Hinz und Kunz, erzähl mal, was ist denn mit den deutschen Obdachlosen? Was wählen die denn so? Und was für politische Forderungen haben die? Ich vermute, wir müssen es selbst lesen. Aber keine Sorge, das kriegen wir hin. Kurzer Disclaimer, ich plane in keinster Weise, euch in eurer Wahlentscheidung zu beeinflussen. Wenn ihr dieses Gefühl habt, dann liegt der Fehler bei mir und meiner mangelnden journalistischen Qualifikation. Und mit mangelnder Qualifikation meine ich keine Qualifikation. Wie ich bereits erwähnt habe, in der politischen Diskussion rund um die Flüchtlingssituation und die Ausgaben, die dafür getätigt werden, hört man immer häufiger das Argument, das ganze Geld könnte man doch den deutschen Obdachlosen zukommen lassen. Was natürlich stimmt, objektiv betrachtet. Als Gegenargument hört man dann ja oft, naja, viele Obdachlose wollen ja gar keine Hilfe. Was ein wenig verallgemeinern klingt, die wollen keine Hilfe? Sind also alle Obdachlosen lethargisch, gammeln vor sich hin und leben von dem, was man ihnen in den Becher schmeißt? Ganz so einfach ist es nicht. Es geht zum Beispiel sehr oft um Unterkünfte. Die konkrete Beschwerde lautet dann, es werden ja so viele neue Unterkünfte für Flüchtlinge gebaut, aber unsere Obdachlosen müssen im Winter auf der Straße leben, weil es keine Notunterkünfte gibt. Von der politischen Thematik einmal abgesehen, hat sich Christina Brause in der Welt diesen Winter exakt mit dieser Frage beschäftigt. Aber woran liegt es, dass viele Obdachlose mit einer Mischung aus Bescheidenheit und Stolz abwägen, welche Hilfe sie annehmen und welche nicht? Sie sind es nach Jahren auf der Straße nicht mehr gewöhnt, in einem Raum mit vielen Leuten mehrere Stunden zu verbringen, sagt Kältebus-Mitarbeiterin Helmut. Viele würden zudem den Geruch nicht ertragen, der sich ausbreitet, wenn 160 Obdachlose ihre Schuhe ausziehen. Außerdem schreckten Obdachlose nicht davor zurück, sich gegenseitig zu bestehlen, und wer setzt schon gern sein weniges Hab und Gut aufs Spiel? Gut, da sagen AfD und linke Wähler vielleicht gleichzeitig, da muss halt mehr investiert werden, mehr Sicherheitspersonal vielleicht. Sicherlich kann man die Obdachlosen nicht zu ihrem Glück zwingen. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch mehr Gründe. Die größte Hürde sei für viele aber das strikte Alkoholverbot. Weder im Haus noch auf dem Gelände der Notunterkunft darf getrunken werden. Die Obdachlosen müssen alles, was sie nicht am Körper tragen, abgeben. Auch Alkohol und illegale Drogen. Wir nehmen die Sachen nur entgegen, wir kontrollieren das Gepäck unserer Gäste nicht und wir beschlagnahmen auch nichts, sagt Helmut. Am nächsten Morgen bekommen sie ihre Habseligkeiten zurück. Also sagen wir so, wenn Obdachlose nicht in eine Notunterkunft wollen, dann ist das ihre Entscheidung, die man respektieren sollte. Natürlich gibt es theoretisch trotzdem nicht genug Plätze, und das findet sich auch in diesem Artikel, in dem es um Berlin geht. Was verrückt klingt, ist Glück für die Stadt Berlin. Insgesamt leben laut Berliner Stadtmission in der Hauptstadt mehr als 3300 Obdachlose. In allen Notunterkünften zusammen gibt es aber nur 770 Schlafplätze. Aber wie gesagt, durch diese, wie man es bei der Welt nennt, Mischung aus Bescheidenheit und Stolz haben auch viele Städte erkannt, dass es gar nichts nützt, jedem Obdachlosen einen Schlafplatz zu schaffen, denn dann würde mehr als die Hälfte der Plätze leer bleiben. Die Antwort auf die Frage, wollen Obdachlose keine Hilfe, lautet also, es ist kompliziert. Sagen wir so, Obdachlose sind ganz normale Menschen, die auch Ansprüche haben. Unabhängigkeit und Privatsphäre sowie, naja, halt Alkoholkonsum sind da oft Sachen, die solche Unterkünfte nicht bieten können. Darüber zu urteilen steht uns nichts zu. Genauso wenig wie Kriegsflüchtlingen zu unterstellen, sie wären nur aus wirtschaftlichen Gründen hier. Zurück aber zur Bundestagswahl. Die aktuelle Ausgabe der Hamburger Obdachlosenzeitschrift Hinz und Kunst hat schon mal so eine kleine Probe-Bundestagswahl unter ihren Verkäufern und Mitarbeitern gemacht und sie bei der Gelegenheit auch gleich gefragt, wen sie wählen und warum. Freiwillig natürlich. Die Ergebnisse sind interessant. Ich würde fast sagen, bemerkenswert. Allerdings natürlich in keiner Weise repräsentativ, wie auch schon im Text selbst deutlich gemacht wird. Ich bin aber kein Deutscher, hatte Jan noch vor der Abstimmung gewarnt. Macht nichts. Bei der Hinz- und Kunstwahl sind alle gefragt, egal ob sie bei der echten Bundestagswahl am 24. September stimmberechtigt sind. Damit auch ausländische Verkäufer wissen, wer für das deutsche Parlament zur Wahl steht, liegen die Stimmzettel auf Deutsch, Polnisch und Rumänisch bereit, übersetzt von Sozialarbeiterin Annemarie und unserem Verkäufer Robert. Alle sollen sich beteiligen können. Doch im Laufe des Wahltags wird klar, es wollen längst nicht alle. Von rund 130 Verkäufern, die bis Schließung unseres Wahllokals zu Hinz und Kunst kommen, geben nur 45 ihre Stimme ab. Das reicht nicht für ein repräsentatives Ergebnis. Wer Misstrauen in die Politik äußert, spricht dagegen vielen aus der Seele. Naja, zumindest letzteres ist jetzt nicht den Obdachlosen vorbehalten. Wenn du in einem Raum mit 5 Leuten bist und eine Phrase dreschst wie »Die Politiker tun ja nichts und reden nur«, dann findet sich mindestens einer, der vorbehaltlos zustimmt. Das wäre auch nicht das Schlimme, aber eine Wahlbeteiligung von knapp 35% wäre schon ein harter Schlag in die Magengrube. Zumindest in meine.
Verständlicherweise ist der Frust bei Obdach und generell auch bei mittellosen Menschen sehr hoch, weil man, je öfter man auf Hilfe angewiesen ist, auch logischerweise öfter enttäuscht wird. Da bilden sich natürlich im Laufe der Zeit extreme Meinungen und auch Sturheit heraus, die schwer wieder zu lösen sind. Für einige Hinz und Künstler kommt Wählen gar nicht erst in Frage, weil alle Politiker Betrüger sind, meint Verkäufer Jürgen. Zu dem Schluss kam er 1991, als der damalige Kanzler Helmut Kohl sein Wahlversprechen brach, im Zuge der Wiedervereinigung keine Steuern zu erhöhen. Dass es auch Gegenbeispiele gibt, glaubt Jürgen nicht. Was er in den Zeitungen lese, bestärke ihn eher. Meistens lese ich nur die Überschriften und dann habe ich schon genug. Oh hey, das klingt, als wäre er optimal qualifiziert, um für Presseschlau zu arbeiten. Vielleicht können wir ihn ja einstellen. Sein Verhalten steht fest. Traue keinem Politiker. Hinz und Künstler David stimmt zu. Ist doch eh alles im Arsch in Deutschland, findet er. Und ich kann mich ja auch nicht dagegen wehren. Ja, das sind schon eher trübe Aussichten. Das sehen natürlich Gott sei Dank nicht alle so. Wenn die Verkäufer und Mitarbeiter positiv über Politiker reden, haben sie dabei meistens einen ganz bestimmten Namen im Kopf. Und es ist bestimmt nicht der, an den ihr denkt. Gegen Ende der Wahl zeichnet sich ein Stimmungsbild ab. Welche Partei ist nochmal Angela Merkel, hören wir immer wieder. Oft gefolgt von Respektbezeugungen für die Kanzlerin. Eugene, der aus Nigeria stammt, setzt in sie große Hoffnungen auf eine bessere Einbürgerungspolitik. Sie versucht wenigstens die Perspektive zu ändern und das Verhältnis zu anderen Ländern zu verbessern. Valerie wird richtig emotional. Ich liebe Angela Merkel. Nun, das hört sie bestimmt gerne. Vielleicht muss man Valerie ein bisschen bremsen. Es gibt zwar jetzt die Ehe für alle, aber jemand muss ihr sagen, dass Frau Merkel schon verheiratet ist. Ist aber dennoch interessant zu sehen, dass tatsächlich die Kanzlerin unter den Obdachlosen enorm beliebt ist. Unter Hinz und Künstlern sind natürlich auch viele ehemalige Obdachlose, die eine Wohnung gefunden haben und der Obdachlosenzeitschrift die Treue halten, ehrenamtlich dort arbeiten oder sie weiterhin verkaufen. Meine Vermutung ist möglicherweise, dass sie diese positiven Veränderungen unterbewusst irgendwie mit der Kanzlerin in Verbindung bringen. Und dass natürlich Flüchtlinge und Asylbewerber oft ein positives Bild von der Kanzlerin haben, das werden euch rechte Verschwörungstheoretiker gerne bestätigen und euch auch auf Nachfrage ein paar Stunden lang erklären, warum das so ist. Dabei vergessen sowohl diese Menschen als auch die Flüchtlinge, dass das Asylrecht seit Beginn der Flüchtlingswelle bereits zweimal verschärft wurde. Manche, wie zum Beispiel Thomas Laschig vom Volksverpetzer, würden sogar so weit gehen zu sagen, dass es so weit verschärft wurde, dass es seinen Zweck nicht mehr richtig erfüllen kann. Und Asyl ist ein Menschenrecht. Er weist auch gleichzeitig darauf hin, dass Angela Merkel gesagt hat, dass die Flüchtlinge natürlich in ihr Land zurück müssen, wenn die kriegerischen Zustände dort vorbei sind. Asylbewerber haben natürlich kein Wahlrecht, aber zu sehen, dass trotz dieser Verschärfungen viel Dankbarkeit herrscht, ist irgendwie, ja, schön. Also, schauen wir uns doch mal das Endergebnis an. Was würden Hinz und Künstler wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Was, ja, tatsächlich der Fall ist. Wie bereits gesagt, eine Wahlbeteiligung von 35% ist natürlich nicht wünschenswert, aber der Frust ist wie gesagt hoch und es gibt für Obdachlose bei der echten Bundestagswahl einige Hürden zu überwinden. Dazu aber gleich mehr. Wir haben hier als Endergebnis 31% für die CDU und 18% für die SPD, 13% für die FDP, was mich echt überrascht hat. Gut, niemand im Artikel hat behauptet, die FDP zu wählen und daher hat leider auch niemand erklärt, was einen Obdachlosen dazu bewegt, die Liberalen zu wählen. 11% für die Grünen, 9% für die Linke und 7% für die Tierschutzpartei. Ja, das ist ein Thema, was sich auch durch den Artikel zieht. Wenn man sich für die Rechte von Tieren einsetzt, dann hat man bei Obdachlosen schon einen großen Stein im Brett. Das ist jetzt nicht besonders überraschend. AfD, ÖDP, Bündnis Grundeinkommen und die Freien Wähler liegen jeweils bei 2%. Das wäre vom Grundtenor eigentlich gar nicht so abwegig und könnte in diesem kleinen Rahmen auch in anderen gesellschaftlichen Schichten so zustande gekommen sein. Achso, ich wollte euch ja noch erzählen, wie Obdachlose überhaupt wählen können. Natürlich kann man ihnen keine Wahlbenachrichtigung zuschicken, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. Sie müssen daher selbst aktiv werden und in das für sie zuständige Bezirksamt gehen. Sie müssen ihren Ausweis mitbringen und einen Eid ablegen, dass sie in dem Bezirk leben, in dem sie ihre Stimme abgeben. Und das alles muss 21 Tage vor dem Wahltermin passiert sein. Die Chance ist also jetzt vorbei. Wenn sich ein Obdachloser also 4 Wochen vor der Wahl entscheidet, dass er nicht zur Wahl möchte und sich dementsprechend auch nicht anmeldet, dann aber 2 Wochen später beschließt, dass er doch wählen möchte, tja, dann hat er Pech gehabt. Die Hinz und Kunz hat natürlich im gleichen Atemzug auch nochmal bei den Parteien nachgefragt, wie die so zu den wichtigsten Fragen stehen, von denen Obdachlose so betroffen sind. Alle befragten Parteien haben auch geantwortet, bis auf eine. Die FDP. Schreib dir das auf deine stylischen Schwarz-Weiß-Plakate.
Anyway, bedauerlicherweise schlagen sich die anderen Parteien auch nicht besser und dreschen bei den meisten Fragen lieber nur Phrasen, besonders die CDU und die SPD. Die Grüne und die Linke schlagen dafür bei den Themen durchaus radikale Positionen an. Es ist nichts, was irgendwie unerwartbar wäre. Tatsächlich, wenn es nach den Forderungen gehen würde, würde ich als Obdachloser vermutlich die Linke wählen. Sie sind die einzigen, die tatsächlich fordern, dass das Recht auf eine Wohnung im Grundgesetz verankert wird und machen da auch keine Kompromisse. Jeder soll eine Wohnung bekommen. Punkt. Direkter geht's ja eigentlich gar nicht. Ob die Obdachlosen das selbst natürlich auch so sehen, wage ich nach allem, was ich gelernt habe, zu bezweifeln. Interessant ist aber, was die AfD zu der Frage, ob jeder das Recht auf eine Wohnung haben sollte, schreibt. Explizit zu dieser Forderung hat sich die AfD bislang nicht positioniert, da wir uns nach wie vor in Positionierungsprozessen befinden. Grundsätzlich zum Thema Wohnraum lässt sich Folgendes sagen. Die bisherigen Bemühungen zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum haben wenige Erfolge gebracht. Der Bund sollte durch die Absenkung von Steuern und die Gewährung von Bürgschaften mehr Menschen in die Lage versetzen, Eigentum zu erwerben. Sätzen 6, Thema verfehlt, da fällt der lieben Martina, das ist die Verkäuferin, die mir diese Hinz und Kunst verkauft hat, direkt ihr Wechselgeld aus der Hand vor Freude darüber, dass sie, wenn alles gut geht, bald Wohneigentum erwerben kann. Das ist ja mal ein zielsicherer Schuss ins eigene Knie, wenn ich je einen gesehen habe. Das hätte man dann auch stecken lassen können. Ich meine, zu den anderen Themen, Hausbesuch statt Zwangsräumung und Ankunftshäuser für Wanderarbeiter, schreibt die AfD lediglich, zu diesem Thema befindet sich die AfD noch im Prozess der Positionierung. Wirklich? Anfang September wohlgemerkt und ihr seid immer noch im Positionierungsprozess? Nicht nur in einem, in Positionierungsprozessen. Wie viele sind das denn? Ich würde sagen, langsam wird's mal Zeit. Ich weiß nicht, was strategisch dümmer ist, gar nicht zu antworten wie die FDP oder zu antworten und sich dann aber in keinster Weise mit den Fragen überhaupt auseinanderzusetzen. Vielleicht weiß da eine Hand nicht, was die andere macht. Na gut, das war also das Wahlspecial der Hinz und Kunz. Ich wollte euch einen Überblick geben, da natürlich nicht jeder von euch in Hamburg leben kann, obwohl ich nicht verstehe, warum man woanders leben wollen würde. Vergesst nicht, am 24. wählen zu gehen und wenn ihr ab und zu mal in Hamburg seid und einen Verkäufer der Hinz und Kunz seht, nehmt ihm ein Exemplar ab. Ihr tut was Gutes und bekommt dafür interessanten Lesestoff. Also keine falsche Scheu. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.